Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. So, wir waren jetzt eigentlich auf dem Weg zu dem Bollwerk, glaube ich, hieß das Ding. Bulba. Genau, Bulba. Sollte ich jetzt etwa Angst haben? Wer ist jetzt der Gute, wer ist jetzt der Böse? Also nicht. Die war die Böse, okay. War mir jetzt nicht ganz sicher. Das hätte sogar drei Schild gehabt. Okay. So, warte mal, jetzt noch mal kurz auf die Map schauen. Ich hätte hier abbiegen sollen. Also da vorne. So, und dann kriegen wir endlich das Schild und danach holen wir uns den Streitkolben. So. Okay, das ist noch ein sehr langer Weg. Es wird dann wahrscheinlich wieder hell sein, wenn wir da ankommen. Gehe ich mal von aus. Ich hoffe, wir werden aber jetzt nicht allzu oft angegriffen, weil ich auch gerne mal die Musik genießen möchte. Oh, mir fängt mein Auge an zu jucken, die Nase auch. Es ist ja jetzt mittlerweile Sommer, ist warm. Da fängt alles an, irgendwie im Gesicht öfter an zu jucken. Bei mir. Ich glaube, ich habe eine Art Sonnenallergie oder so. Da hat die schon wieder da. Kein Bock jetzt gegen zu kämpfen. Die soll mich in Ruhe lassen. Aber das Doofe ist, die verfolgen einen ewig. Kann das sein? Die geben die Jagd einfach nicht auf. Kann es sein, dass die Ausdauer auch für den Schaden verantwortlich ist? Stahlschild, warte mal. Wie viel Schutz gibt, auch 9, okay. So, wie sieht es jetzt hiermit aus? 61. Vielleicht erstmal doch so unterwegs sein. Der Pfeil. Einfach mal quer durch den Arm. Durch Schild und durch den Arm. Will ich wissen, was das für ein Pfeil ist? Also wie stabil der sein muss? Dass er da so durchging. Jetzt bin ich aber gespannt, wann der verschwindet. Okay, wer, was, wo? Ah, da ist er. Warte, wo? Da.
Wo kommt der Feuer auf einmal her? Schwertkampf verbessert, immerhin. Und regeneriert sein Leben. Ja, super. Out. Alter. Trollfett. Okay, wir laufen erstmal entspannt, bis wir geheilt sind. Ich weiß ja nicht, ob da noch mehr Trolle kommen. Ich hoffe nicht. Ich brauche aber bessere Waffen. Magie reicht wieder nicht aus. So, immerhin, Pfeil ist weg. Aus dem Schild. Jetzt habe ich nicht mehr mitbekommen, wann der verschwunden ist. Kann ich mein Pferd irgendwie rufen? War das irgendwie? Gab es hier eine Möglichkeit? Eure Magie reicht nicht aus. Ich glaube, das werde ich hier öfter lesen als... Sind das Banditen oder Flüchtlinge? Gipfelbrücke Lager. Musa, guten Abend. Was habt ihr für Neuigkeiten? Der Skroma-Handel bringt den Stämmen in Elsewhere viel Geld ein. Und eine Menge davon geht an die Renrera Krieg. Ich weiß nicht, ob das Freunde oder Feinde sind. So, wie weit noch? Wir sind gerade erst hier und müssen noch. Bis nach da unten, bis nach Leia Wien. Das wird noch ein sehr weiter Weg. Warte, so. Wechsle ich wieder die Tasten darüber. So, jetzt müssen wir aber Gesundheit voll haben. Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Hier kommt. Ah, ein Imp. So, die Pfeile nehmen wir mit. Wo ist denn der Imp? Keine Ahnung. So, zwei Pfeile im Schild, eine in der Schulter. Oh, Rattenkurier. Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rattenkuriers ausliefern. Hier, nehmt ein Exemplar. Es ist umsonst. Ja, danke. Jetzt will ich wissen, was... Da stand was mit Ermordung. Extra Buttonblatt. Kaiser und Thronfolger ermordet. Ältestenrat übernimmt Regierungsgeschäfte. Kaiser Uriel Septim, der Siebte, ist tot. Im Alter von 87 Jahren, nach einer Herrschaft über Tamriel von 65 Jahren.
Er wurde von unbekannten Meuchelmördern umgebracht. Gleichzeitig wurden an verschiedenen Orten die drei Söhne und Erben des verstorbenen Kaisers Kronprinz Geldal, 56, Prinz Enman, 55, Prinz Ebel, 53, von anderen Attentätern ermordet. Eine Untersuchung der Identität und Motive der Meuchelmörder hat begonnen. Doch der Ältestenrat, die Kaiserliche Wache und die Klingengarde haben bis auf weiteres die Veröffentlichung von Berichten und Gerüchten über die Geschehnisse untersagt. Nach alten Präzedenzfällen regiert der Ältestenrat des Kaiserreichs, bis ein neuer Kaiser gekrönt wird. Es gibt keine überlebenden direkten Erben und der Rat hat keine Kandidatenliste aufgestellt. Kanzler Okato, kaiserlicher Kampfmagier, appellierte im Namen des Ältestenrats an die Bürger des Kaiserreichs, die Ruhe zu bewahren und bat das Volk, den Kaiser, seine Söhne und den Ältestenrat in seine Gebete einzuschließen. Kaiser Uriels frühe Regierungszeit war geprägt durch Frieden und Wohlstand. Kaiserin Kaula Woria gebar ihm drei gesunde Söhne. Kaula Woria, das ist seine Frau gewesen, war dem Kaiser eine liebevolle Gefährtin und äußerst beliebt beim Volk. Doch der Kaiser und das Kaiserreich litten schrecklich während des kaiserlichen Simulakrums. Moment, das ist die Grundnummer. Doch der Kaiser und das Kaiserreich litten schrecklich während des kaiserlichen Simulakrums, dritte Ära 389 bis 399, als er in Oblivion gefangen gehalten wurde und der Thronräuber Jaggerfahn sein Aussehen annahm und an seiner Stelle herrschte. Kaiser Uriel wurde schließlich mit Hilfe der Zauberin Rhea Silmaine, ja, und ihres schattenhaften Schützlings befreit. Wieder eingesetzt und der Hochstapler geschlagen. Doch die Angelegenheit des Kaiserreichs waren in großer Unordnung und Kaiserin Kaula Woria zog sich, erschöpft durch ihre schwere Prüfung, aus dem öffentlichen Leben zurück. Die Jahrzehnte nach der Wiedereinsetzung waren erneut friedvoll und voller Wohlstand, doch schließlich kamen die wachsenden politischen Spannungen unter den kleinen Staaten im Nordwesten Tamriels in den Kriegen der Ilyak-Bucht zum Ausbruch, die zur Etablierung der modernen Grenzen von Daggerfall, Sentinel, Wegesru und Asinium führten. So, und ihren Höhepunkt in den bemerkenswerten Geschehnissen fanden, die mit der Verwerfung im Westen verbunden sind. In den späteren Jahren der Herrschaft des Kaisers florierte der kaiserliche Einfluss in den Provinzen und aufgrund der glücklichen Beendung der Religionskriege und der Wadenfeldkrise sowie unter der weisen und standhaften Führung von König Helseth und seiner Mutter Königin Berencia breitete sich die kaiserliche Hochkultur selbst in den abgelegenen Bereichen von Morrowind aus. Der Mord am Kaiser und an seinen drei Söhnen ist ein schreckliches Verbrechen und eine große Tragödie für das Kaiserreich. Kampfmagier Okato versicherte uns, dass alle Ressourcen des Ältestenrats, der Legion, der Wache, der Geheimuniversität und der Kaiserlichen Kampfhochschule eingesetzt werden, um die Attentäter der Justiz zu beantworten. Doch in der Zwischenzeit ist es der größte Tribut, den wir dem Andenken unseres geliebten Kaisers zollen können, ernsthaft und gewissenhaft unseren alltäglichen Angelegenheiten nachzugehen, das Leben des großen Kaiserreichs zu ehren, das er so geliebt und dem er so lange Zeit so gewissenhaft gedient hat. Boah, ich habe leicht Gänsehaut gerade, die alle vorherigen Teile nochmal kurz zusammengefasst. Das Simulacrum aus Elder Scrolls Arena, die Verwerfung im Westen aus Daggerfall. Fand ich richtig super. Hatte ich wirklich gerade ein bisschen Gänsehaut, das alles nochmal nachzulesen. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe, auch wenn manche Teile schwierig waren oder die Hölle beim Spielen, der hat ein rotes leuchtendes Schwert oder eine Waffe auf ihn. Autsch. Ist das klar, dass ich mich bisher... Warum wollt ihr nicht sterben? Würdet ihr sterben wollen? Autsch. Oh, was ist los? Fängt das Baby jetzt an zu heulen? Warum kein ist die Grund, so schlecht zu... Ich brauche eine bessere Waffe. Dein Kopf gehört mir, du elender Nord. Warte mal, hab ich...
Mist. Ha, ihr werdet mich nie besiegen. Das wird ein heftiger Kampf. So, Blocken verbessert. Und jetzt fallt um und verblutet. Ah. Ich muss meine Waffe gleich reparieren. Ist das dein Ernst? Ich glaube, den Kampf werde ich nicht mehr schaffen, wenn die sich die ganze Zeit heilt. Autsch. Okay, jetzt kann ich aber nutzen. So. Das hat jetzt aber richtig viel verbraucht. Hat die einen Hammer? Ja, die Dietriche. So, bevor. Ich speichere vielleicht einmal, bevor ich den da unten antrete. Dessen Waffe da am Leuchten war. Boy, ich hätte richtig Bock, mit euch die alten Elder Scrolls-Teile noch mal im Stream zu spielen. Und da vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Was hat die da für eine rot leuchtende Waffe? Okay, ist mit einer Rotmagie. Autsch. Stirb, du Ratte! Konstitution wurde entzogen. Ich werde euch in Stark. Autsch. Ich habe ja schon. Wie viel Konstitution habe ich jetzt noch? Mist. So. Was ist das für eine Waffe? Wo ist die Waffe? Kriegsaxt der Verringerung. Entzug Konstitution 10 Punkte für 4 Sekunden an Schlag. Natürlich, Magie reicht wieder nicht aus. Wie sieht es jetzt mit der Konstitution aus? Hat sich wieder... Okay. Hat sich wieder normalisiert. Das ist nur für eine gewisse Zeit gewesen. Also nicht dauerhaft. Immerhin. So, Bereich wird geladen. Wo befinden wir uns jetzt? Wir sind schon über der Brücke. Wir müssen die eine noch überqueren. Und dann sind wir auch schon bald da. Und was ist der Zustand jetzt meiner Rüstung? Okay, die muss ich dann erst einmal wahrscheinlich... Also die nicht, aber die Dinger hier und die Dinger. Ah, den hier vielleicht nicht, aber den. Erstmal so reparieren lassen, statt selber zu reparieren, bis wir Geselle sind. Wer, wo? Bitte kein Troll.
So, Gesundheit ist wieder voll. Oder? Lebensenergie 237. Okay. Magie 9 von 60. Ausdauer auf 165. Okay. Ich laufe erstmal so entspannt ein bisschen. Um das alles wieder voll zu machen. Jetzt noch mal ein bisschen schneller. Vielleicht einmal noch mal kurz so speichern. Ich finde es halt nur ein bisschen doof, dass jetzt eigentlich die Ausdauer verloren geht. Beim Rennen. Ich frage mich aber, ich gehe mal von aus, wenn wir alle Teile haben, wir Pelinal als Geist wieder begegnen und dann wer war sein Antagonist nochmal? Wie hieß der nochmal? Den Eladen. Dass wir gegen den auch noch antreten. Dass wir dann quasi an Pelinals Stelle gegen den kämpfen dürfen. Der? Ja, okay. So, seine Silberpfeile. Den nehmen wir mit. Sonst hat er nichts. Okay. So, wie weit noch bis zur Brücke? Die haben wir schon überquert. Okay. Dann können wir. Ich würde erstmal querfeld eingehen. Vielleicht nochmal kurz speichern. Was sagt denn die Uhr? 5.20 Uhr am Morgen. Okay. Das heißt, es wird jetzt gleich hell. Also, wie ich das auch vorhergesagt habe. Es wird hell, wenn wir da ankommen. Ach, hier ist auch nochmal eine Straße. Okay. Bleiben wir auf der Straße oder gehen wir querfeldein? Komm, wir gehen querfeldein. So, Dunkelforst. Ah,
okay. Hier ist Dunkelforst. Das ist Dunkelforst. Nice. Noch eine Nierenwurz für Synderion. Wie viele haben wir jetzt? 5. Synderion wollte aber 20 haben, meine ich. So, ich habe den Synderion die ersten 20 Exemplare der Nierenwurz gegeben. Wenn ich eine mittlere Form des Elixiers der Erforschung wolle, bräuchte er 20 Exemplare mehr. 20 Exemplare mehr? 30 muss ich? Oder 20? Noch eine Nierenwurz. Glaube ich noch eine. Nee, doch nicht. Ich frage mich aber, wie viele Festung Vulva. Out. Eine Derdra-Waffe. Ich habe die Festung Gulwak gefunden. Ich muss hineingelangen und den Schild suchen. Silberdolch. Den nehme ich schon mal. Den nehme ich auch. Kleiner Stab der Abtrennung. Aber wo ist sein Arzt, die er vorhin hatte? Natürlich muss es aber auch regnen jetzt. Das ist Bulba. Somnalius Farn. Hört sich an wie so ein Name. Irgendwer hat mich entdeckt. Da. Auch ein Dänischer Dolch. Das ist zu einem Silberdolch wurde. Was soll denn da? Wo muss ich hin? Wo ist denn der Eingang? Ich vermute mal nicht hier oben. So, Garn, handelte Schaufel. Die wahre Barentia 5. Die wahre Barentia 4. Das Fackel. Fast wäre ich da runtergelaufen. Das wäre jetzt doof, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre. Ah, hier, okay. Das ist die Tür. So, bei hoher Geschicklichkeit werdet ihr nicht so... Okay. Thank you.
Alter, wieso ist das hier jetzt so? Okay, will nicht. Da haben wir den ersten. Wer ist da? Natürlich, da muss erstmal so ein Gump beschwören. Alter, was geht denn hier ab? So, wo ist der? So. Stahldolch. So, jetzt erstmal heilen. Bevor wir weitergehen, das geht's. Da gibt's noch Kisten. Ah, nehmen wir mit. Obwohl, warte mal. So, Marke ja wiederherstellen, 50 Punkte. Jetzt sind wir wieder voll, was gesund. Das ist keine Truhe zum Looten. Noch ein eiserner Dolch. So, das ist der Ausgang. Okay, wen habe ich wo gehört? Hallo, wer ist da? Bin nur ich. Sterbt schon, verdammt. So. Wo ist der hin? Sollen wir den Zauber da aufhören? So. Den nehmen wir schon mal mit. So, das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir vorsichtshalber mit. Und die Mana wieder. Die geheimen Energien des menschlichen Körpers geben euch nun langsam ihre Mysterien preis. Ihr seid jetzt Geselle der Wiederherstellung und könnt Wiederherstellungszauber der Gesellenstufe wirken. Ah, wir sind wir sind jetzt Level 50, was Magie betrifft. So, Gold nehmen wir auch mit. Hier sehe ich nichts. Kürzlich benutzte Spitzhacke. Was haben die hier versucht? So, was ist das? Zerknitzte Stück Papier. Was ist das da? Rotwurzblume. Grundlagen der Alchemie. Hier geht es nirgendwo weiter. Das heißt, wir müssen nochmal den Weg zurück. Und dann von hier irgendwie dahin.
Also nach oben hin irgendwie. Keine Ahnung, was für eine Kreatur da wartet. So, Magie reicht wieder nicht aus, natürlich. So. Ah! Ein Knallband. Der war die ganze Zeit hier oben. Wird von woanders wo geöffnet, okay. Wahrscheinlich dahinter sind welche, die nicht an mich rankommen. Das heißt, ich muss jetzt zuerst healen. So. So. Okay, das ist kein Druck geworden. Der kam von woanders eben hierher. Was ist das dann? Nichts. Stab des Eissturms. Zwergendolch. Notiz des Zauberers. Akolyten, der Schild ist hier, das wissen wir. Und dennoch haben wir ihn nicht gefunden. Die Festung ist gesäubert worden und immer noch entzieht er sich uns. Zweifellos wurde er vor Augen wie den unseren verborgen, in der Absicht, ihn denen vorzuenthalten, die seine Geheimnisse lernen wollen. Das Tor zu den unteren Ebenen versperrt uns nicht mehr den Zugang. Beachtet die Kerzen an den Wänden, wenn ihr passieren wollt. Die Festung muss um jeden Preis gehalten werden, wenn wir Erfolg haben wollen. Lasst niemanden hinein, lasst keinen Feind entkommen. Trank der Hexerei. Da haben wir Fackeln. Umflochtene Ledersandalen. Da sind Bücher, Rüstungshandbuch. Eisenhandschuhe und nochmal Eisenhandschuhe. Ist nicht das, was ich haben will. Eisenes Kurzschwert und rostige Eisenkurzschwert. Rostiges Eisen. Haben wir vielleicht einen besseren Wiederherstellungszauber? Vielleicht mehr Leben regeneriert. Brügen bis zu Stufe 9. Lebensenergie absorbieren. Kaltberührung. Schockberührung. Nee,
Eisschaden. Nee, Lebensenergie wiederherstellen. 50 Punkte an Berührung. Beruhigung bis Stufe. Nee. Wir müssten mehr Zauber lernen. Okay, da hat sich was getan. Also wenn wir jetzt nochmal hier gucken. Bleibt irgendwie zum Teil auch quasi unsichtbar, sage ich jetzt mal, auf der Map. Okay, hier, da wo die Kerzen sind. Da sind zwei Kerzen. Und da sind zwei Kerzen. Okay, warte mal. Der macht so einen Ton. Dann ist hier. Da sind drei Kerzen. Und hier ist wieder eine Kerze. Okay. Alte Holztür zu Festung Bulwark. Dieses Tor wird anderswo geöffnet. Okay. Hier könnten wir rein theoretisch schlafen. Den brauchen wir für Shirgorath. Hallo? Wer ist da? Niemand. Hi. Was ist das? So, Chamäleonrobe. Eine Sense. Zange, Zange. Was haben die hier gemacht? Sieht aus auf jeden Fall wie eine Folterkammer. Die Skelette suchen. Der hat einen Dietrich, wenigstens das. Ich hätte gern irgendwas zum Reparieren, ja? Skelett. Ein Messingring. Können wir verkaufen. Irgendwo. Mit Sicherheit. Achso, Gesundheit ist voll. Helft mir! Ich will mit ihm reden. Wie soll ich ihm helfen? Gibt's hier was, womit ich das aufmachen kann? Hier. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie lange sie mich hier festgehalten haben. Wer seid ihr denn? Ich bin Sir Thedrit. Ich kam hierher auf der Suche nach dem Schild des Kreuzritters und wurde von diesen Feiglingen überfallen.
Seitdem halten sie mich hier gefangen. Und was tut sie hier? Ich wurde lange Zeit von diesen Schuften gefangen gehalten. Sie wollten wissen, wie man an den Schild gelangt und glaubten, ich würde ihnen helfen. Als ich mich weigerte, sperrten sie mich hier ein und ließen mich nur heraus, um mich zu foltern. Sie erfuhren nichts von mir. Könnt ihr mir helfen? Ich kann euch nicht begleiten, falls ihr das meint. Ich bin zu schwach, ich muss mich ausruhen. Sobald ich wieder bei Kräften bin, werde ich mich eurer Sache anschließen. Ihr müsst allein weitergehen, aber die Kenntnisse, die ich gewonnen habe, könnten für euch von Nutzen sein. Was wisst ihr? Bevor ich diesen Ort fand, erfuhr ich ein wenig über jene, die ihn angelegt haben. Er wurde geschaffen, um den Schild sicher und verborgen zu halten. In den Schriften, die ich fand, tauchte ein Satz immer wieder auf. Wenn die Augen der Wächter auf dich sehen, wird dir Julianus gewogen sein. Ich weiß nicht genau wie, aber ich bin überzeugt, dass es ein Hinweis darauf ist, wie man sicher durch diese Ruinen kommt. Ich habe es nur euch erzählt. Hoffentlich hilft es euch. Okay, die Weisheit der Alten. Wo muss ich jetzt hin? Wieder zurück? Ne, ich muss... Muss ich weiter? Speichere das vielleicht einmal. Lass mich raten, hier hinter. Warum beschwören die immer wieder irgendwelches Kampf? Wo rennst du hin, du Idiot? So. Da hinten nochmal erkunden. Da gibt's hier noch was. Ja. Das lohnt sich definitiv. Rubin, makelloser Topaz. Und dieses Zauberer, der Gefangene weigert sich immer noch, uns zu helfen. Es besteht kaum Zweifel daran, dass er allein war und dass ihm niemand zu Hilfe kommen wird. Wir haben ihm zu verstehen gegeben, dass es ihm höchst teuer zu stehen kommen wird, wenn er nicht enthüllt, was er weiß. Und doch hält er uns noch immer hin. Wir geben ihm noch eine Woche. Wenn er uns dann nicht hilft, zum Schild zu gelangen, soll er beseitigt werden, vorzugsweise auf höchst schmerzhafte Art. Hier gibt's Essen. Das Essen lassen wir mal. Ich bin gespannt, ob wir es zum Schild schaffen. Das nehmen Alkanet-Blume. Band 1 und Band 4 nochmal von Barentia. Geschichte des Kaiserreichs. Man, hier reicht wieder nicht aus. Wiederherstellung verbessert. So, wie viel braucht man noch für die nächste Stufe? Einen noch. Okay, einmal müssen wir noch aufsteigen. Hi. So, hier ist irgendwo noch einer. Ihr werdet mich nie besiegen. Ach da. Still. So, gleich haben wir sie. Oh, die mit ihrer... Habe ich noch irgendwas an... Das ist kaputt, okay. Lass es uns zu... Hey!
hier gleich drauf. Hör auf, wegzurennen! Warum müssen die mal wegrennen? Was soll denn das? Warum sind die so schnell? Endlich! Beulen und Blutergüsse sind das Ergebnis eurer langen Trainingsstunden mit allerlei Streitkolben und Äxten. Ihr seid nun Lehrling im Umgang mit Schlagwaffen. Ihr könnt nun den heftigen Standangriff ausführen. Dazu wird ein Schaden verursacht. Haltet die Angriffstaste gedrückt, um diesen heftigen Angriff auszulösen. Was haben wir gelernt? Das war jetzt kein Schwertkampf. Stumpfe Waffen, Nahkampf. Hä? Das hier? So, was hat die hier? Nochmal so ein Trank der Hexerei. Jetzt dürfte hier aber auch niemand mehr sein. Und ja, das Ding haben wir jetzt hinüber. Silberdolch, Zwergendolch. Ich hätte gern vielleicht eine andere Art von Waffe. Also anstatt Dolch. Hier. So, Galerion der Mystische. Hat mir jetzt nichts gebracht. Und hier reicht wieder nichts aus. Ah, okay, schon alle verbraucht oder wie? Gut, nehmen wir. So. Und so. Jetzt haben wir voll. Noch ein Stundenglas. Mist. Willst du mich verarschen? Ja. Unreiner Topaz. Können wir verkaufen. So, waren wir. Da hinten waren wir. Beziehungsweise hier hinten müssen wir hin. Lass mir raten, ich muss nach oben. Und unten gibt's nichts. Habe ich den jetzt bewegt, oder? Ich glaube nicht. Ja.
erstmal wieder Leben voll haben. Bevor ich hier weitergehe. Komm. So, Oder mag ich ja eigentlich wieder nicht aus, natürlich. Wow. Ah, okay. Ich dachte schon, man käme hier auch unten rum entlang. Wer ist da? Das wird jetzt... Oh nein. Oh nein. Kann ich die vergiften lassen da oben? Wenn die hinterherkommen? Okay, überstanden. So, hat die das und das. So, ich würde jetzt vielleicht eher das nehmen. So. Ah, okay, beim dran vorbeispringen schaffen wir es. So, müssen die Richtung gucken oder in die Mitte? Ich vermute, die müssen alle in die Mitte gucken. Der guckt noch nicht in die Mitte. Hä? Speicher vielleicht einmal, bevor wir da reingehen.
Die Magier waren noch nicht hierher gekommen. Diese Beschwörer. Okay, alle Kuhn sind leer. In den Tiefen der Festung Bulwark habe ich eine Art Rätsel oder Falle gefunden. Ich muss herausfinden, was das bedeutet, um an den Schild des Kreuzritters zu kommen. Rotgas Edelstein. Rotgas Edelstein. Steinwächter. Ich glaube, ich muss die Dinger hier reinpacken. Kann das sein? Der gibt mir jeweils ein Edelstein. Und ich muss doch den richtigen Wächter hier geben. Kann das sein? Jetzt noch? Rotgasstein. Das Helm. Okay, warte mal. Rotgas-Fädel. Ah, okay. Der zeigt mir an, wo was hingehört. Da zum Beispiel der Rotgas-Stein. Rotgas Edelstein. Gehört da rein. Der ist zum Beispiel richtig. Rotgas Buch. Ich pack den mal hier hin. Der war falsch. So, Rotgas Schädel. Ah, okay, das war richtig. Rotgas Helm. Das ist wahrscheinlich Rotgas Kelch. Pack den dann aber trotzdem mal hier hin. So. Das war falsch. Rotgas Hammer. Pack die auch nochmal da rein.
In der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann eins davon richtig ist. Rottgas Weinglas. War hier. Rottgas Buh. Da war der Hammer, okay. Ich pack den dann vielleicht mal hier hin. Oh, wieder falsch. Da war Hammer. Nochmal Rottgas Buh. Hier. Rottgas Hammer haben wir gerade gesehen. War da. So. Die Seite haben wir fertig. Jetzt fehlen nur noch die. Rottgas Helm. Kann jetzt nur noch eins von den beiden sein. Ich glaube hier. Hier gehört der Helm hin. Nice. Rockerstein. Ja, bleibt da nur noch danach eine Sache. Warum auch immer das da war. Rockers Schwert. Hier noch irgendwas? Nö. Warum muss es aber immer wieder dunkel werden? Einmal speichern. Ah, da haben wir schon. Schild des Kreuzritters. Ich habe den Schild des Kreuzritters wieder erlangt. Durch den Fund des Schilds des Kreuzritters habe ich Sir Hendricks Suche beendet. Ich sollte weiter nach den Reliquien suchen, welche die anderen Geisterritter finden wollten. So, keine Ahnung, was sie da mitgenommen haben. Gewicht. Trank der Hexerei. Einsicht. Nochmal Hexerei. Was? Achso, Silberschlüssel. Hier ging es jetzt weiter. Ah, okay, beide Wege führen hier hin. Ah, und so komme ich hier. Zeigt in die Richtung, also vermute ich mal, hier geht's raus. Ja. Das ist der richtige Weg. Ah, natürlich muss es jetzt regnen. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt eh schon 10 Minuten in der Überlänge. Machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.